Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt Polizeichase, wie ihr gerade seht. Ich bin mal sehr gespannt. Lass mich da mal überraschen. Sah auf den Bildern irgendwie so ein bisschen aus wie ein altes Need for Speed. Muss man sagen, dass man da die Polizei spielt. Fahrzeuge, gucken wir uns mal an. Bus. Wir haben noch nicht mehr, wir haben nur einen Bus, okay. Jetzt wollte er gerade nicht zurückgehen, oder warum wollte er nicht zurückgehen? Irgendwie haut er gerade nicht hin. Ich komme da aus den Einstellungen nicht raus. Wir wollen ja noch nicht lernen. Guten Morgen, Claudia. Na, dann schauen wir mal, Tom. Beschleunige das Fahrzeug. Hauptmenü. Wir wollen ja nicht gleich anfangen. So, seht ihr, ich bin jetzt hier praktisch bei Trophäen. Hier Trophäen, Optionen, Fahrzeuge, Kampagne. Und wenn ich jetzt hier auf Optionen gehe, so kann ich hier zwischen Ton und Steuerung. So, Lautstärke. Ja. Dann rüber, hoch, ja. Musik machen wir. Voilà. Musik. Ah. Was sagtest du? Aber ich habe auch gar keinen Regler, wie weit ich jetzt hier überhaupt bin. Kurs war rot, Lautstärke hier oben. Ja, mal Gesamtlautstärke machen wir wieder runter. Sprache, das machen wir natürlich hoch. Das war so gut verstehen. So, ich muss nur nach links drücken, dann komme ich wieder rein. Okay, das war nochmal ein Problem, ja. Nicht Kreis oder irgendwas zum Zurück, einfach nur nach links, okay. Wir machen Kampagne. Der neue Wagen, okay. Sieht auch nur aus, als wenn es die Missionen nur sind. Na, werden wir mal testen. Einfach nur nach links drücken. Ich bin nicht so gewöhnt, dass man Kreis drückt, um wieder zurückzukommen und... Ich hatte aber eben nach links gedrückt und da ist nichts passiert. Oben, unten, links, rechts, alles nichts. Guten Morgen, Claudia. Du sag mal, ist der Neue eventuell in der Zentrale aufgetaucht? Na klar, gerade eben. Hallo, Patrick. Du meinst Tom? Nein, der war Odin. Nicht hier. Ja, genau. Tom heißt er. Er ist mein neuer Partner. Und ich stehe hier am vereinbarten Treffpunkt und warte. Der Junge ist zu spät, Mann. Das fängt ja gut an. Tja, Patrick, sind eben nicht alle von der alten Schule, so wie du, mein Guter. Oh, warte mal. Da kommt gerade so ein Schnösel um die Ecke. Das ist er doch hoffentlich nicht. Aber hallo, wenn das mal kein Polizeifahrzeug ist. Ehrlich, Meister, mit diesem Kasten könnt ihr vielleicht Handwerker glücklich machen. Aber ich bin definitiv etwas Schnittigeres gewöhnt. Okay. Ich lege dann mal auf. Bis später, Patrick. Ja, bis später, Claudia. Claudia? Ist das die Zuckerschnalle aus der Rezeption? Ey, geht's noch? Zum ersten sagt man mal guten Tag zu den lieben Kollegen. Und zum zweiten begegnet man der Damenwelt mit Respekt. Sag jetzt nicht, dass du Tom, mein neuer Kollege, bist. Der Knabe hier muss von der Polizei sein, bei dieser schnellen Auffassungsgabe. Ja, Logo bin ich, Tom. Also los, rück mal auf den Beifahrersitz. Wir müssen jetzt das Verbrechen bekämpfen.
Es ist deutsch. Was dir gut ist. Aber die Dialoge, also ich... Oh Gott. Warum passiert das ausgerechnet mir? In Ordnung, Tom. Bevor du die Mafia-Paten dieser Welt verhaftest, zeige mir erstmal, ob du überhaupt in der Lage bist, dein Dienstfahrzeug zu führen. Ob ich was? Ey, Mann, ich bin Tom. Mein Hobby ist Rennfahren. Kein Problem. Ich fahr dir sogar mit diesem Schuhkarton den Asphalt heiß. Der Sekundal ging gar ja, nicht. Ja, dann schauen wir mal, Tom. Beschleunige das Fahrzeug und fahre durch die erste Markierung. Gut. Fahre weiter geradeaus, bremse und halte dann in der nächsten... Oh, echt jetzt, Tom? Mein Hobby ist Rennfahren, bla 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 bla. Und du willst bei der City Patrol anfangen, wenn du noch nicht einmal den Kurs hier schaffst? Versuch es erneut. Ich kann nicht steuern. Aber eine Trophäe, Bettkorb gekriegt, okay. Ja, dann schauen wir mal, Tom. Beschleunige das Fahrzeug und fahre durch die erste Markierung. Gut. Fahre weiter geradeaus, bremse und halte dann in der nächsten Markierung an. In Ordnung. Nun fahre wieder an und bewege das Fahrzeug durch die nächsten Markierungen. Das sind Kurven. Lenke das Fahrzeug durch Rechtskurven und durch Linkskurven. Also gut, dass es erklärt ist, also, dass es deutsch ist, ja, aber die Erklärung fahre ist auch in deutsch, ist es gut. Und halte in der nächsten Markierung an, sodass du direkt in der Abgrenzung stehst. Aber die Markierung, oh Gott, also... Steht das Fahrzeug dicht an einem Objekt, kannst du rückwärts fahren. Fahre jetzt rückwärts in die Markierung hinter dir und stoppe das Fahrzeug dort. Es ist hilfreich, nach hinten zu sehen. Du kannst verschiedene Kameraansichten durchschalten. Probier es aus. Du scheinst dein Dienstfahrzeug grundsätzlich zu beherrschen. Natürlich kannst du auch hupen. Manchmal ist einem danach. Für unsere Einsätze benötigen wir oft Blaulicht und Sirene. Du kannst durch Blaulicht und Sirene schalten. Mache dich wunderbar. Zum Abschluss des Fahrtrainings musst du die gesamte Strecke in der vorgegebenen Zeit absolvieren. Sobald du durch die Markierung fährst, beginnt der Countdown. Falls sich dein Fahrzeug festfahren sollte, umgekippt oder irgendwo eingeklemmt ist, kannst du es wieder zurücksetzen. Für rasante Beschleunigung kannst du Nitro zünden. Ich hab kein Nitro. Zeit ist aber großzügig, oder? Also lenken und so. Ah, fuck. Berliner Kennzeichen. Schwarz-blau ist aber bei uns nicht, aber egal. Obwohl es kein EU-Nummernschild. Bin mal gespannt, wie das richtig Spiel wird. Die Einleitung ist ja okay. Also hier das Tutorial, aber... Boah, fuck. Ich müsste mehr bremsen. Aber die Anfangskommentare, das geht ja gar nicht. Das war ja... Oh, scheiße. Ach so, gut. Ich muss jetzt zweimal machen. Wann? Ey, Mann, geht ja gar nicht. Boah, fuck. Ich muss mehr bremsen.
Ich hab's erwischt. Wo habe ich nicht? Doch da. Hervorragend, Tom. Du beherrschst das Dienstfahrzeug tatsächlich. Meinen Glückwunsch und Danke. Willkommen bei der City Patrol. Und eine Trophäe. Radar stoppen, Falschparker aufschreiben. Gestohlene Fahrzeuge finden. Okay. Da ist. Auf ein Spiel auch Zugang zu einer Stadt, welche du über die Brücke erreichen kannst. Zugang zur Stadt. Auf der Karte, wo nur die Brücke ist, in der Stadt. Okay. Aktuell hast du noch keinen Dienstrang, aber dein Dienstrang steigt, wenn du Erfolge. Okay. Diensträger, okay. Steuerung Fuß, ein aus, steigen, bewegen und umsetzen, laufen mit L3 und zurück sind wir da. Okay. Oh, jetzt kommt bestimmt wieder total. Hey Leute, ich habe gestern den Asphalt gerockt und bin easy peasy durchs Fahrtraining gegondelt. Was sagt ihr dazu? Wie kann man gerockt so verwenden? Hey, und vor allem klingt. In der Tat beherrscht Tom sein Dienstfahrzeug. Ich mache mir allerdings ein wenig Sorgen um seine Achtsamkeit. Und ich um seine Ausdrucksweise. Beim Boss kannst du nicht so flotte Sprüche klopfen, Tom. Beim Boss? Oh Gott, beim Captain. Also, aber noch nicht beim Boss. Ach, Schätzchen, wenn du wüsstest, was ich alles kann. Den Big Boss bekommen wir auch noch ganz handsam. Wetten? Oh, Schätzchen, oh, oh Gott. Guten Morgen, Claudia. Guten Morgen, die Herren. Sie müssen der Neue sein. Tom, nicht wahr? Ich bin der Boss hier und Sie dürfen mich Chris nennen. Wovon sprachen Sie eigentlich gerade? Ich vernahm da so etwas wie Boss und handzahm. Ja, Tom hat vor, uns zu zeigen, wie er einen Mafia-Boss ganz handzahm bekommt. So etwas hätte er als Abschlussprüfung an der Polizeischule gelernt. Tatsächlich? Die sollten den jungen Leuten lieber gute Manieren und Pflichtbewusstsein beibringen. Oder was meinst du, Tom? Glücklicherweise habe ich diese Eigenschaften schon von Haus aus mitbekommen und konnte mich so voll und ganz auf das Fachliche konzentrieren. Also ich würde jetzt sagen, kindergerechte Kommentare beziehungsweise vorgelesen hier. Hier Zentrale, was liegt an? Claudia, bist du es? Oder ja? Hallo Marc, ja, ich bin's, Claudia.
Schön, dass du dran bist. Ich meine on bist, in der Leitung. Online, sozusagen. Wie kann ich helfen, Mark? Alles klar bei dir? Och, naja, wie man's so nimmt. Oder sieht, oder so. Ich bin dummerweise, naja, es ist mir etwas ausgegangen. Dieses Fahrzeug hier steht und der Motor ist ausgegangen. Ich weiß nicht, ob es am Bordcomputer liegt. Hatte mich kurz reingehackt, aber das Teil ist funktionstüchtig. Ich hab mich kurz reingehackt. Auf Deutsch gesagt, du bist liegen geblieben. Das könnte man so sagen. Durchaus so sagen. Ich lasse dich abholen. Unser neuer Kollege Tom ist ein wahrer Autospezialist. Der schaut sich mal deinen Wagen an. Garantiert läuft er danach schneller als vorher. Schneller wäre wirklich nicht nötig. Nur laufen sollte er wieder. Danke, bis nachher im Büro. Bis nachher, Mark. Hilfe naht. Na, dann holt den guten Mark mal her und helft ihm aus der Patsche. Unser IT-Spezialist hat wahrscheinlich mal wieder vergessen zu tanken. Patrick, dann kannst du Tom gleich mal mit unserer Vorgehensweise bei einem Einsatz vertraut machen. IT-Spezialist und vergessen zu tanken. Also geht klar, Klischees, Boss. Mach ich. Klischees. Wir holen Mark ab und checken sein Fahrzeug. So, Tom. Wenn wir einen Einsatz haben, werden die Einsatzgebiete und unsere aktuelle Position auf der Karte markiert. Öffne die Karte. Wie du nun siehst, wird auf der Gesamtkarte unsere aktuelle Position ebenso angezeigt wie das aktuelle Ziel. Schließe die Karte. Auf geht's, Tom. Dein erster echter Einsatz. Fahre zu Mark. Am oberen Bildschirmrand siehst du auch einen Richtungspfeil, der immer in die Richtung des aktuellen Zieles weist. Oh, wow. Ich hab's Auto schon kaputt gemacht. Kürzen wir einfach mal ab. Ich glaube nicht, dass das hier vorgesehen ist, wo ich hier lang fahre, aber wenn es machbar ist. Ich hab mich festgefahren. Wie war das mit dem dass ich wieder zurückkomme? Ah, da. Na, ich fahr mal jetzt lieber Straße, hier vielleicht doch ein bisschen einfacher. Ups. Ach, ich muss hier lang. Oh. Hoppala. Polizei selber noch hier.
Fahre den Wagen in die Markierung. Hallo Mark, das ist mein neuer Partner Tom. Ein echter PS-Profi, der sich deinen Wagen gleich mal ansieht. Hi Tom, freut mich. Willkommen im Team sozusagen. Danke, dass ihr gleich hergekommen seid. Naja. Ich bin Mark und kümmere mich um Datenrettung, Datenanalyse und so weiter. Crashkit Odin. Hey Mark, ja, coole Sache, Mann. Na, dann zeig mir mal deinen Schlitten. Ist ja eher eine Asphaltblase, was? Tja, der Tank ist leer. Der Boss hatte recht. Hier ist ein Reservekanister. Damit solltest du zur nächsten Tankstelle kommen. Mit diesem Zwerg komme ich mit 5 Litern womöglich sogar 500 Kilometer weit. Alles klar, Tom. Dann versuche mal mit dem halben Liter hier dein Glück. Mehr ist nämlich nicht mehr drin. Ich fahre Mark in die Zentrale. Bis dann. Hallo, Zuckerschneckchen. Sag mal, hat mein Patrick-Partner öfters mal solche Anwandlungen und lässt seinen allerbesten Tom-Partner mit einem leeren Tank zurück? Also, der halbe Liter Sprit kann ja nicht sein Ernst sein. Hallo, Tom. Tja, ich empfehle dir, die nächste Tankstelle anzufahren, wenn du nicht zu Fuß gehen willst. Ich markiere sie dir auf der Karte. Nach dem Tanken fahre wieder in die Zentrale. So, ich muss auch auf Sprit muss ich auch achten, okay? Kirschgrün. Hab nichts gesehen. War frei. Also Motoren hören sich jetzt auch nicht so detailliert an. Und die Grafik auch so ein bisschen so... Jetzt kann mich nichts mehr aufhalten. Der Tank ist nämlich voll. Hallo Partner. Na, wo bleibst du denn? Bist wohl liegen geblieben, was? Das hättest du wohl gerne gehabt. Nein, nein, mein Freundchen. Bin gleich bei dir. Auf zur Zentrale. Ein bisschen wie ein Simulator. Dann kannst du also... Achte in Zukunft immer auf die Tankanzeige und tanke rechtzeitig an einer der Tankstellen, bevor wir aus Spritmangel liegen bleiben. Selbstredend. Wird gemacht. Aber ein bisschen gerade. Mal gucken, dass wir hier wieder zurückkommen. Fahren wir noch zum Revier zurück und dann... Keine Grafikbombe, also kann ich euch sagen. Die Kommentare zwischendurch finde ich auch ein bisschen sehr klischeehaftig. Aber Steuerung geht an sich schon. Hallo Patrick, hier ist Chris. Du glaubst nicht, was mir hier im Restaurant passiert ist. Nee, das glaube ich nicht. Erzähl mal. Hallo Chris. Na, was denn? Also, ich parke meinen Wagen hier auf dem Parkplatz vor dem Restaurant, um mir mal einen Kaffee zu gönnen. Und kaum setze ich zum ersten Schluck an, rumst es draußen. Ich denke noch, oha, da hat es aber gekracht. Ein Unfall? Hoffentlich ist keiner zu Schaden gekommen. Genau das war auch mein Gedanke. Als ich dann den Kaffee ausgetrunken hatte und zu meinem Wagen ging, was meinst du, was ich sehen musste? Ich weiß nicht.
Der Boss macht es aber echt spannend, was? Irgendein Clown ist in meinen Wagen gefahren. Nein. Doch. Oh. Nein, doch. Oh. Wie bitte? Nicht zu glauben, meine ich. Ist der Wagen noch fahrtüchtig? Ja, aber ich fahr so nicht damit herum. Komm mit Tom her und hol mich ab. Tom kann den ledierten Wagen zur Reparatur fahren. Ey, was soll das denn werden? Ich bin Kriminalpolizist und kein Hol- und Bring-Dieb. Wir sind unterwegs, Boss. Nehmen Sie doch noch einen Kaffee, bis wir da sind. Oder eher einen Kamillentee zur Beruhigung. Okay. Komm, fahr mal vor, dass ich ein bisschen Licht habe. Aber das sind nicht die aus dem Video, würde ich sagen. Aber egal. Ja, wir haben jetzt hier 26 Minuten angespielt, würde ich sagen, reicht auch erstmal. Also Grafikbombe, wie gesagt, ist es nicht. Sound, ja, okay. Motorsound finde ich jetzt ein bisschen schwach, da könnte man noch ein bisschen mehr, da kann man noch ein bisschen nachlegen. Ist halt so mehr Simulator als Rennspiel oder was weiß ich. Aber so ist es ganz süß gemacht und ich denke mal, für Kiddies ist es ganz gut geeignet, weil es kommt keine Gewalt vor, wie man sieht. Und die Kommentare dazwischendurch sind ein bisschen sehr, sehr klischeehaftig und auch die einzelnen Charaktere sehr klischeehaftig. Aber es ist deutsch und nicht nur Untertitel. Das ist schon mal hervorzuheben, das ist positiv, sehr positiv. Ja, dann würde ich hier Schluss machen, bildet euch eure eigene Meinung, würde ich sagen. Ich denke mal, Platin ist hier ziemlich leicht zu machen. Nur mal gucken, was da die Spielzeit sagt. Vielleicht machen wir, das ist jetzt auch noch ein Spiel, was ich mal schnell auf Platin mache oder so. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut da rein, ahoi. Das hat euer Odin.